Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Shadowrun Returns. Ja, wir befinden uns jetzt in den Tiefen unter der universellen Bruderschaft. Und hinter dieser Tür lauert wohl der ultimative Bosskampf. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind gut ausgerüstet. Wir haben alle fast unser komplettes Leben und ich würde dann mal die Tür öffnen. Und mit allen den Charakteren hinübergehen. Die Käferschamanen. Ein rhythmisches Summen erfüllt die Luft. Es durchdringt dich, vibriert in deinen Lungen und deinem Brustkorb, so dass es schwerfällt, Luft zu holen. Es versucht eine elektrische Spannung, die dir die Haare zu Berge stehen lässt. Weiter vor dir hörst du den Klang der Gesänge, begleitet von dem feuchten Gekrabbel der Larven. Noch etwas. Ein fernes Poltern von Stein auf Stein. Von überall spürst du eine unbestimmte, unmittelbare Bedrohung. Etwas ist auf dem Weg hierher und es muss aufgehalten werden. Larvengeklitsche und... Ja. Einfach tief durchatmen und gut ist. Vielleicht sollte ich noch meinen Geist rufen, den ich ja extra für diesen Zweck mitgenommen habe, aber kann ich ja jetzt gerade nicht. Mit dem Geschlapper auf. Jessica. Und Celestial Lynn. Celestial, glaube ich, war dein Name. Hallo, du durchgeknallte Zimtzippe. Jessica scheint sich in den Fängen einer gewaltsamen Trance oder in denen eines milden Anfalls zu befinden. Ein manischer Zustand, der durch die sich schiere Energiemenge, die sie zu bewältigen versucht, verursacht wurde. Black Rose, stopp, die Königin, sie ist nah. Das Gefäß, die Beschwörung, wir dürfen nicht gestört werden. Naja, sie hat halt ein anderes Gefäß genommen als Marie-Louise. Es gibt kein Gefäß und es wird auch keine Königin geben. Jessicas Augen rollen nach oben in ihre Höhlen. Welche Energie sie sich auch bedienen mag, sie scheint bald ihren Höhepunkt zu erreichen. Lynn antwortet an ihrer Stelle. Du magst Marie-Louise unsere Auserwählte geraubt haben, doch eine andere Telestrian wird ihre Stelle einnehmen. Ich opfere mich freiwillig. Ich werde der Wirt unserer Königin sein und die Mutter einer neuen Welt. Freiwillig? Bist du bescheuert? Wer macht denn sowas? Okay. Zusammenreißen. Zusammenreißen. Du hast gesehen, was diese Viecher tun, Lynn, und diese Königin wird dich mit Leib und Seele verschlingen. Heiligkind zieht eine übertriebene Grimasse, um dann ein paar Milliarden Junge zu gebären. Pfui. Bah. Wirklich pfui. Nein, ich werde ein vollkommenes Geschöpf sein. Dank mir und meines Opfers wird ein neues Zeitalter beginnen. Du hast sie nicht mehr alle auf der Schleuder, du... Komische Tussi. Als Jessica erneut zu sprechen beginnt, herrscht in ihren Augen eine bedrohliche Schärfe. Ihre Worte werden von Lynn in einer Art und Weise wiederholt, die eine Verbindung suggeriert, die weit über gemeinsamen Fanatismus hinausgeht. Der Schwarm hat keine Gedanken außer Hunger, kein Ziel außer Fortpflanzung. Wir sind eins. Naja, keine Gedanken außer Hunger und Fortpflanzung trifft auf. So einige Menschen auch zu, also
Kannst du dich doch auch mit denen fortpflanzen, wenn es unbedingt sein muss. Warum mit so Käfer an? Sam hatte auch einen unstillbaren Hunger. Welchen? Das scheint sie aus der Bahn geworfen zu haben. Was? Du hast es selbst gesagt. Sam war bestimmt von seinen Gelüsten. Aber immer nur auf der Suche nach dem nächsten Rausch. Abscheuliche Gelüste. Ja, aber nicht unbedingt anders getrieben als deine neue Familie. Gelüste, die er nicht kontrollieren konnte, und sie haben ihn umgebracht. Weil ich es so wollte. Ja, aber warum? Es geschah niemals nur um deiner Mutter willen. Der Suchen der magischen Energie, die den Raum erfüllt, scheint nachzulassen. Sie hört dir zu. Du hast schon unter dem Einfluss dieser Kreaturen gestanden, lange bevor du vom Tod deiner Mutter erfuhrst. Die Bruderschaft, sie war eine Familie für mich. Ja, und sie hatte dich bereits aus deinem alten Leben befreit. Also warum bist du zurückgekommen? Warum hast du Sam getötet? Sie hält inne. Ich musste es tun für das, was er getan hat, was er geworden war. Du sagst, Sam war ein Symbol der Krankheit in dieser Welt. Doch ich glaube, er war ein Symbol der Krankheit in dir. Danke. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Du versuchst nur, mich abzulenken. Du hast eine Falschheit in deinem Inneren gespürt und hast sie auf Sam projiziert. Nein, er war dein Bruder, Jessica, dein Zwilling, begreifst du nicht? Jessica wird ruhig, sie senkt ihren Kopf. Es tut mir leid. Aber es ist zu spät. Ich kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Und ich kann das, was geschehen wird, nicht verhindern. Jessicas Körper verkrampft sich jäh. Ihr Oberkörper zuckt zurück und ihre Füße verlassen den Boden. Sie lässt einen magerschillernden Schrei zwischen Entzücken und Qual ertönen. Die Königin naht. Verhindere die Zeremonie. Und wie genau? Jessica umbringen? Das Vieh hier umbringen? Was? Beides? Ja, ohne Schamanin kann das hoffentlich nicht stattfinden. Also, würde ich mal sagen, erst die Schamanin umbringen? Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach geht. Halt einfach Jessica umbringen. Oder ob man nicht beides machen muss. Nun ist noch was mit Leben. Noch eine Insektensäule. Okay. Okay. Doch wirklich erst das Ding da kaputt machen.
Ich habe nicht ganz verstanden, was da passiert ist, aber okay. Muss ich mit dem... Also gegen Nahkampf ist sie immun. Okay. Mit dem Insektenschleuderteil ist es auch immun. Hm. Also, könnte ich mal treffen. Was ist es hier unten? Okay. Okay, das ist noch immun. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie das funktioniert. Ich werde mich mit den kleinen Käfern gar nicht so auseinandersetzen. Okay. Geh mal kurz ein bisschen zurück. Wie kann man das verfehlen? Ohne Witz. Und warum schießt du noch mit dem Ding? Das schläft jetzt auch. Dann ist es jetzt hier unten. Sieht halt echt nicht gut aus. Aber das ist beim ersten Mal immer so. Eigentlich, wenn man erst herausfinden muss, wie man wo was bekämpfen muss. Welche ist es denn jetzt? Wieder der? Immer noch? Ich bin echt überfragt. Welche Insekt, welche Säule es jetzt gerade ist.
Jetzt ist der hier immun. Okay. Ach, da oben ist noch einer. Okay, wir sind bei dem oberen. Zumindest habe ich das schon mal herausgefunden. Wir wohl beim oberen angekommen sind. Okay. Das ist nicht gut. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob sie wirklich unendlich viele neue kleine Käfer holen kann. Oder ob es sich vielleicht doch lohnen würde, sich um die kleinen Käfer erst zu kümmern. Dann fürs nächste Mal wahrscheinlich. Beim nächsten Versuch. So weit weg. Okay. Okay,
Hey, Coyote, musstest dich mal bewegen. Heilen die Dinger sie oder was genau passiert da? Okay, ich habe das Gefühl, hier kommen sowieso immer unendlich neue kleine Käferviecher. Okay. Gut, aber immerhin weiß ich jetzt, worauf ich mich gefasst machen muss. Und ich würde sagen, das versuchen wir beim nächsten Mal einfach noch einmal. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.